Herzlich willkommen, der Regionalvorstand Süd der KPMG, Professor Dr. Kai Andrejewski. Herzlich willkommen beim Hilton Show. Bitte. Bitte schön. Ja, die, Herr Professor Andrejewski, die KPMG hat sich ja einen, sagen wir mal, internationalen Verhaltenskodex gegeben. Wie lauten die wichtigsten Regeln bei Ihnen? Das ist natürlich, wenn Sie nach unseren Regeln fragen und auch nach Ihrer Einführung, würde mir ja normalerweise im ersten Moment der Schweiß ausbrechen, ist auch so ein bisschen, denn sitzt zum ersten Mal auf so einer Bühne und sagt man, na, wie gehst du denn damit um? Und Sie fragen nach unseren Werten und vor 60 Sekunden haben Sie dann über Paradise Papers gesprochen und da kann man ja natürlich auch schnell ganz kritische Fragen an uns stellen. Und um solche Fragen zu beantworten, brauchen wir natürlich in erster Linie ein Wertegerüst, das ist völlig klar. Und wir haben, wie glaube ich jeder große international agierendes Unternehmen oder Konzern, ob das jetzt ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen ist oder ein Familienunternehmen, einen Satz an Werten, der sich, glaube ich, wenn man den im ersten Moment sich anschaut, relativ profan wirkt. Also wollen integer handeln, wollen integer intern wie extern miteinander umgehen. Aber das Entscheidende ist, das natürlich auch mit Leben zu füllen und differenzierte Antworten zu finden und das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung, auch ehrliche Antworten zu finden, auch so zu Themen, wenn wir über Paradise Papers sprechen, wo wir mit Sicherheit heute noch den einen oder anderen Gedanken zu verlieren werden. Ja, da würde ich gleich mal nachhaken. Was sagen Sie denn dazu? Was sage ich dazu? Ich habe am Sonntagabend die Nachrichten geschaut und dann war das der Aufmacher der Nachrichten und das hat mich natürlich dann rein beruflich gesagt, das ist, muss ich mir doch mal anschauen. Dann habe ich dann in die Reportage reingeschaut und die Reportage ging eigentlich mit einem Statement los. Erster Eindruck war, ein Journalist stellte dar, er hätte sich umfangreiche Dokumente, haben sie ihm dargestellt, Steuerkonstruktionen angeschaut, die seien alle völlig legal, aber für ihn nicht legitim. Und das war die erste Einstellung. Die zweite Einstellung, man sah eine Champagnerparty. Und die dritte Einstellung, eine marode Berliner Schule. Und die Zahl, die Sie eben genannt haben, Steuergelder in Höhe von X, fehlen für diese Schule. Jetzt kann man mal anfangen, das so ein bisschen zu sezieren. Und die Kernfrage und die, wenn wir über Werte sprechen, eigentlich auch die entscheidende Frage, ist die Differenzierung zwischen Legalität und Legitimität. Mhm. Als Wirtschaftsprüfer, ich bin von Hause aus Wirtschaftsprüfer, ist eigentlich mein Hauptberuf, dass ich Soll mit Ist vergleiche. Und das tue ich im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft. Und wer legt den Soll-Gegenstand fest? Der Gesetzgeber, die Legislative. Mhm. Und der Ist-Gegenstand ist die Realität und ich muss gucken, stimmt Soll mit Ist überein. Und bei der ganzen Diskussion um Paradise Papers, ich will da nichts verniedlichen und will auch nicht da irgendwas schönreden, aber da fängt jemand an und sagt, das ist nicht legitim. Da legt jemand den Sollgegenstand auf Basis nicht einer demokratischen Willensbildung fest, sondern er ist, ob er nur einer NGO oder einer Lobbyorganisation angehört, er ist derjenige, der sagt, das ist der Sollgegenstand in meiner Überzeugung und deswegen ist das falsch. Das finde ich schon mal ganz mutig, denn eigentlich glaube ich schon daran, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben und wir in der demokratischen Diskussion festlegen sollten, was ist legal und was legitim. Ich habe da mal so ein Lieblingsbeispiel von mir. Mhm. Ich greife mal gerne auf unsere Familiengeschichte da zurück, um das zu differenzieren. Meine Großeltern haben sich beim Tanzen kennengelernt, 1920. Ne? So, und die werden ganz gerne zusammengezogen, ohne Trauschein. Das war nicht legal und auch nicht legitim. Meine Eltern haben sich auch beim Tanzen kennengelernt, so Anfang der 60er Jahre. Und die werden auch ganz gerne zusammengezogen. Das war schon legitim, aber noch nicht legal. In alter Familientradition habe ich meine Frau natürlich auch beim Tanzen kennengelernt. Und wir konnten zusammenziehen, denn das war sowohl legal als auch legitim. Was will ich damit ausdrücken? Dass die Diskussion um Legitimität, das ist in meinen Augen normativ für das Thema, was ist legal?
Und das muss auch gesellschaftlich stattfinden. Und deswegen finde ich so eine Diskussion im Paradise Papers absolut legitim und richtig. Und ich habe auch ein Störgefühl damit, dass jemand, der eine wirtschaftliche Tätigkeit in einem Umfeld erbringt, der sein Vermögen in einem Staat hat, einer Besteuerung unterliegen sollte, die wir als Gesellschaft als legitim erachten. Aber der Weg, das zu finden, kann natürlich nur über die Steuergesetzgebung kommen. Die kann nicht darüber kommen, dass jemand sagt, das halte ich für legitim und das halte ich nicht für legitim. Kommen wir nochmal auf Ihr Unternehmen zu sprechen. Was verbirgt sich hinter dem Begriff werteorientierte Führung, sowohl was Ihre vielen Mitarbeiter, wir haben es ja schon gehört, angeht, als aber auch der Umgang mit Ihren Mandanten? Was bedeutet das für uns? Zum einen, wenn wir kurz diese Diskussion von eben aufgreifen, wir bewegen uns immer auf einer legalen Basis. Das, was wir tun als eine Professional Service Firm, wir verkaufen unser Know-how, unsere geistige Leistung, das muss immer auf einer gesetzlichen Basis basieren. Und Sie alle, die in der Wirtschaft im Umfeld tätig sind, wissen, dass das Leben ist nicht immer schwarz und ist nicht immer grau. Und die Werte helfen uns eigentlich, sobald der Bereich halt aus dem Weißen herauskommt und grau wird, festzustellen, wo wird grau dunkelgrau und wo bin ich noch auf der Ebene dessen, das, was ich machen darf. Denn das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich muss begutachten, ist etwas richtig bewertet, ist etwas richtig bilanziert. Und das erfordert einen Wertekanon, der natürlich auch immer sehr, sehr kulturell geprägt ist. Und das ist für uns als Unternehmen wichtig, dass wir einen Satz von Werten haben, den wir unseren Mitarbeitern mitgeben, den wir natürlich auch als Führungskultur leben. Und das ist nicht eine Sache, die Sie nur einfach definieren können. Wenn ich sehe, wie wir von der Personalseite unsere Mitarbeiter betreuen und entwickeln, versuchen wir einen sehr, sehr für uns neuen Weg zu gehen, wenn dann sowas werteorientierte Unternehmensführung, dass wir wirklich explizit auch Coaches bei uns einsetzen, die unsere Vorgesetzten trainieren, wie gehe ich mit Werten um, dass wir Leitungsspannen gering halten, dass also ein Vorgesetzter nicht einen ganz breiten Strauß von Mitarbeitern, sondern nur einen überschaubaren Strauß von Mitarbeitern bekommt, dass wir das über Hierarchieebenen gliedern, dass wir also Werte auch aktiv weiterentwickeln können. Und das wäre jetzt sozusagen das Coachen von Mitarbeitern. Aber es gibt ja grundsätzlich bei Ihnen Normen, die für jeden Mitarbeiter gelten. Was wären denn die wichtigsten drei davon? Auch die wichtigsten drei Normen, die für jeden Mitarbeiter gelten. Also vielleicht fange ich mal bei so einem generellen Thema an und breche das runter. Eigentlich gibt es drei Dinge, die einen erfolgreichen Mitarbeiter bei uns ausmachen. Er muss in erster Linie integer sein. Er muss was können und er muss auch wollen, also er muss eine gewisse Motivation haben. Und die Integrität ist eigentlich die Basis, denn ohne diese Integrität würden die anderen beiden Dinge ins Leere laufen. Das heißt, die Integrität als Kernwert, das ist eigentlich für uns das Entscheidende. Das gilt auch für Ihre Mandanten oder im Umgang mit Ihren Mandanten? Definitiv, denn da kommen wir relativ schnell in den Bereich drauf, wo Sie Farbe bekennen müssen. Denn jeder, der Geschäfte macht, der weiß natürlich, mit wem mache ich Geschäfte. Und auf der einen Seite sind wir sehr, sehr genau darin, zu gucken, dass wir unsere Unabhängigkeit nicht verletzen. Und das gilt eigentlich für uns als auch für unsere Wettbewerber. Das haben wir sehr, sehr gut im Griff, dass sich die Leistungen nicht konfliktieren. Gewisse Beratungs- und Prüfungsleistungen schließen sich aus. Aber man kann sehr, sehr schnell fragen, will ich mit jemandem Geschäft machen, den ich nicht für integer halte. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil dann schwinge ich mich ja dazu auf, zu sagen, ich bestimme auch den Sollgegenstand. Mhm. Ne? Und das ist, wie glaube ich, für jeden anderen nicht immer eine leichte Geschichte. Und da glaube ich auch, dass man da auch Fehler macht und wir da auch Fehler machen. Die Schärfung dafür, die ist ganz, ganz entscheidend, dass ich mich wirklich damit beschäftige, nicht nur ist es jetzt im ersten Schritt auf der Papierform legal, sondern ich muss es kritisch betrachten, denn wenn Sie unser Portfolio bekommen und wenn ich mit jungen Mitarbeitern bei uns diskutiere, Sie hatten eben einige Zahlen genannt, wenn ich das auf unsere Region runterbreche, wir sind 2000 Mitarbeiter am Standort, wir stellen pro Jahr fast 300 neue fast 300 neue Mitarbeiter ein. Und da sprechen Sie mit der Generation Y. Und ich bin 25 Jahre im Beruf. Viele schimpfen immer auf die Generation Y. Ich finde die eigentlich in vielen Bereichen ganz klasse, weil die trauen sich Dinge zu fragen, die ich mich vor 25 Jahren nicht getraut hätte. Ja? Und da kommen sie relativ schnell auch dahin, dass sie solche Argumente entwickeln und die sagen, will ich denn mit dem Mandanten zusammenarbeiten? Wann finde ich es denn
als akzeptabel mit so einem Mandanten zu arbeiten. Und da ist es für mich wichtig, dass man ehrliche Antworten gibt und dass man auch die Diskussion sucht und nicht Dinge hinnimmt. Und wenn ich in unser Portfolio schaue, wir betreuen natürlich Unternehmen, die im Verteidigungsbereich tätig sind. Wir betreuen natürlich Unternehmen, die Güter auf Dual Use. Jeder PKW kann Dual Use sein. Aber dafür ist es auch wichtig, und das ist, glaube ich, die Kernaussage, dass die Legalität von all den Dingen, die dort gemacht werden, im Vordergrund stehen und dass wir auf der Basis das beurteilen müssen. Wie kritisch sind Sie da im Umgang mit Ihren Mandanten? Wie kritisch sind wir im Umgang mit unseren Mandanten? Ich glaube, da hat sich die Rolle, gerade wenn Sie den, ich nenne den mal Governance-Bereich der Prüfung und der Steuerberatung, nehme, wir leben in einer Zeit einer Transparenz und wenn ich bin seit 25 Jahren im Beruf und wenn ich die Evolution anschaue, die Diskussion zwischen was ist legal und was ist nicht legal, schon sehr, sehr schwarz-weiß stattfindet. Das hat sich auch in der Art und Weise, wie wir mit Gesetzen und der Auslegung von Gesetzen umgehen, sehr, sehr geändert. Obwohl man kommt relativ schnell, wenn es im internationalen Umfeld wird, auf differenzierte Betrachtung, denn wir leben in einem römischen Rechtssystem, was in meinen Augen dem angelsächsischen weit überlegen ist. Sie haben einen Lex Generalis, ich bin kein Jurist, aber wenn Sie einen Lex Generalis haben, dann können Sie jedes Spezialgesetz auf der Basis auslegen. Das angelsächsische Recht bietet aufgrund der Case-Law-Gestaltung Möglichkeiten zur Manipulation. Und das findet sehr, sehr breit statt. Und was für mich auch immer wichtig ist, wenn Sie Sachverhalte beurteilen, immer den kulturellen Hintergrund auch zu verstehen. Auch da so zwei Beispiele. Also wenn Sie einen Amerikaner fragen, eine Zeit lang in Amerika gelebt, wie viele Freunde hat er? Dann sagt er 1000. Ja? Wenn Sie einen Deutschen fragen, sagt er 3. Ja? Und der Japaner sagt einen, ich kenne meine Frau. Also das reicht. Ja? Also ist schon ein Unterschied. Ja? So, und wenn man das jetzt mal runterbricht, ich habe eine Zeit lang in Frankreich verbracht und habe da die ÖDF als Mandat betreut. Die betreiben Kernkraftwerke und für Kernkraftwerke werden Rückstellungen für Entsorgungskosten gebildet. Die ÖDF war eine Zeit lang eine Beteiligung der ENBW mit 25% und die ENBW hatte auch in ihren Bilanzen 4 Kernkraftwerke, die ÖDF 58. Erstaunlicherweise war nach dem gleichen Rechnungslegungsstandard die Rückstellung für ein Kernkraftwerk in Frankreich um ein Vielfaches geringer als die in Deutschland. Guckt man ja schon, warum das ist. Wenn man ein bisschen einsteigt, stellte man fest, dass in Frankreich grundsätzlich antizipiert wurde, dass ein Kernkraftwerk ersetzt wird und nicht entsorgt wird. Das ist vom Sachverhalt schon ein kleiner Unterschied, aber es zeigt, wie gehe ich vom wirtschaftlichen und Gesamtverständnis mit einem Sachverhalt um. Dann habe ich gedacht, naja, wie machen das denn die anderen? Dann schauen Sie nach Amerika, wieder gleicher Accounting-Standard, müsste ja eigentlich sowas Ähnliches rauskommen. Die Amerikaner stellen viel weniger zurück. Warum? Weil sie sagen, die Entsorgung findet in 30 Jahren statt oder in 25 Jahren und jedes Jahr antizipiere ich einen Fortschritt. Und den berücksichtige ich dann in der Bewertung. Das heißt, ich habe eine andere Mentalität. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, selbst wenn ich feste Normen habe, immer wieder auch zu gucken, wie ist der kulturelle Hintergrund. Denn jede Zahl hat auch einen Wert. Und der Wert kann sehr, sehr unterschiedlich sein, auch wenn die Zahl oder die Norm, die dahinter steht, die gleiche ist. Da bauen Sie mir die Brücke zu meiner nächsten Frage. Was kann werteorientierte Führung zu Fusionsprozessen, M&A, Mergers and Acquisitions, beitragen? Ich glaube, eine ganz, ganz, ganz große Menge. Und vielleicht rekurriere ich da auch so ein bisschen nicht mal auf unsere Mandanten, sondern auf unsere Branche. Wir haben in der Regel eigentlich so eine Historie, dass wir organisch gewachsen sind. Das heißt, wir haben uns aus unserem Geschäft selber entwickelt, neue Geschäftsfelder identifiziert. Aber in den letzten Jahren hat sich das durchaus geändert. Wenn Sie auf unser Unternehmen schauen, wir machen mittlerweile einen Großteil unseres Umsatzes mit Geschäftsfeldern, die wir in der Vergangenheit gar nicht besetzt haben. Das heißt, wir führen auch Akquisitionen durch. Wenn Sie überlegen, bisher ist ein Kerngeschäft die Bestätigung von Bilanzen, die Erklärung von Steuern. Vielleicht ist in Zukunft ein Geschäftsfeld von uns, dass jemand sagt, naja, ich setze jetzt einen Tweet ab und in diesem Tweet steht drin Behauptung X und darunter steht dann von der KPMG, these are not fake news, ein Testat. Wir haben das verifiziert. Ja? So, das heißt, wir nehmen ganz andere Leute an Bord. Im Bereich eines Akquisitionsprozesses haben wir auf einmal Cyber Security, ist auch so ein Feld. Ja, wir haben eine Beratungsfirma vor kurzem mit an Bord genommen. Das sind ganz, ganz andere Menschen mit einem anderen Wertesystem, mit einer anderen Sozialisation. Und da ist es wichtig, damit wir als Firma zusammenwachsen können, dass wir unser Wertesystem
klar definieren. Das können wir, glaube ich, auch nicht verändern. Wir könnten über Zeit lang uns in der Integration der neuen Mitarbeiter weiterentwickeln. Aber ganz entscheidend ist, dass wir nicht zwei verschiedene Systeme haben. Also es gibt ein neues System, ein altes System. Ich gestehe ein paar Sonderrechte den neuen zu. Das führt relativ schnell zu Verwerfungen und auch dann zu Inkonsistenzen, die dann nicht nur den Betriebsfrieden, sondern eigentlich auch dann das Wertesystem durcheinander bringen können. Wo liegen die Stärken nach Ihrer Meinung der werteorientierten Führung? Die werteorientierte Führung, und da kommen wir fast wieder auf die Fragen zurück, die wir am Anfang hatten. Ich bin immer wieder gezwungen, eine Diskussion über diesen Graubereich zu führen. Mhm. Und da kann man sich versuchen, wegzuducken. Sie werden irgendwann immer mal an den Punkt kommen, wo Sie sagen, ist es jetzt grau oder ist es weiß? Ja? Also Sie müssen eine Entscheidung treffen. Und da kommen Sie nicht ohne Werte umhin, wenn Sie da einen klaren Kompass haben, denn nur so können Sie Entscheidungen finden. Frage ich Sie mal ganz persönlich, welche Werte sind es, mit denen Sie führen? Mit welchen Werten führe ich? Also für mich gibt es, glaube ich, so drei Prinzipien, die ganz, ganz, ganz entscheidend sind. Das erste ist, Hierarchie ist eine Sache, die ich verdienen muss. Ich bin zuständig für 2000 Mitarbeiter, wir haben eine Matrix-Organisation, da fühlt sich der eine mehr als Chef, der eine weniger als Chef, wir haben flache Hierarchien, eigentlich relativ einfach, als wenn ich in einer großen Hierarchie bin, aber das Erste ist, ich muss mir Anerkennung immer verdienen. Das heißt, alles, was ich mache, muss ich transparent machen. Wir leben in einer Zeit an einer weiten Transparenz und da ist es für mich ganz, ganz wichtig als erster Stelle, eine Allgemeingültigkeit meines Verhaltens zu haben. Das ist, glaube ich, der erste Wert, der für mich wichtig ist. Der zweite, und das ist mit Sicherheit der schwierigste, dass man seinen Grundkompass an Überzeugungen darlegt und auch beibehält. Das Koordinatenkreuz. Dass man auch, selbst wenn es schwerfällt, da auch mal kompromisslos ist. Und intern wie extern Nachteile einsteckt. Das ist ein täglicher Kampf und da habe ich auch nicht immer die richtige oder immer die Antwort, aber das ist, glaube ich, die Herausforderung an einen selbst. Und das Dritte, vielleicht mag das ein bisschen flapsig wirken, es muss immer eine große Portion Humor dabei sein, denn ohne den Wert des Humors, das für mich ein eigener Wert ist, sich über sich selbst lachen können, sich nicht selbst zu ernst zu nehmen, kann man alle fachlichen Dinge gar nicht lösen oder angehen. Ja, Sie dürfen ruhig sprechen. Ja. Sie sehen, Herr Professor Andrejewski, das kommt an. Mit Humor geht nämlich vieles besser. Ja, mit welchen Werten kann ein Unternehmen denn langfristig erfolgreich am Markt agieren? Mit welchen Werten kann ein Unternehmen langfristig am Markt erfolgreich agieren? Agieren kann man, aber erfolgreich. Vielleicht kommen wir nochmal auf unseren Ausgangspunkt zurück, denn wir sprechen, das ist ja ein bisschen mein Metier, wir sprechen ja über Steuern und vielleicht versuche ich mal das Thema Steuern und Werte nochmal in so eine Beziehung für ein Unternehmen zu bringen. Ganz kurz fachlich werden, verzeihen Sie mir das, bin dann auch doch irgendwo Wirtschaftsprüfer. Die Steuerquote bei einem normalen deutschen Unternehmen ist, wenn es am Kapitalmarkt orientiert wäre oder eine GmbH ist, wäre 30%. Ja? So, und jetzt, wenn Sie in den DAX schauen, dann werden Sie feststellen, dass die durchschnittliche Steuerquote unter 30% ist. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das Unternehmen nicht nur in Deutschland tätig ist und eine Steuerquote im Konzern eine addierte Steuerquote ist, sondern das Unternehmen ist natürlich auch im Rahmen eines Steuersparmodells unter Umständen unterwegs. Damit haben Sie Ihre Diskussion begonnen. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Hauptversammlung, der kleine Aktionär Willi Schulz schreibt auch und sagt, Herr Finanzvorstand, ich habe jetzt in Ihrem Geschäftsbericht gelesen, Sie haben eine Steuerquote von 27%. Ist das denn wertorientierte Unternehmensführung? Dann sagt der Finanzvorstand, wissen Sie, Herr Schmidt, habe ich gelesen, wir machen mit Augenmaß natürlich auch Steuergestaltung, aber das ist alles hundertprozentig legal. Wir sitzen unter Wirtschaftsprüfer von der KPMG, der hat gesagt, alles prima. Ja. Und dann ist Herr Schulz zufrieden und dann im gleichen Moment geht die Hand hoch und dann kommt jemand von einem Hedgefonds,
John Lovell III vom Hedgefonds Sell Your Grandmother und sagt, Sell Your Grandmother. Ja. Sie haben eine Steuerquote von 27% und ich würde Sie jetzt mal verklagen, denn wenn Sie alle aggressiven Modelle ziehen würden, habe ich bei meinem Hedgefonds ja auch gemacht, dann wären Sie bei 18%. Weil das Aktiengesetz sagt ja, Sie müssen 93 folgende das Vermögen der Gesellschaft maximieren und Sie haben ja gerade eigentlich hinterzogen. Sie haben uns Aktionäre enteignet. Genau. Ne? Also dann ist ja der arme Vorstand da im Dilemma und das gilt ja dann nicht nur für die Steuern, sondern auch für alle anderen Themen. So, wo ist die Antwort für ihn? Auf der einen Seite muss der natürlich gucken, was ist legal und was ist nicht legal. Er kann nur die legalen Dinge machen und er hat durchaus eine normative Grenze, dass er nicht ganz aggressiv ist, denn der Aktienkurs, für den er als Vermögen dann auch verantwortlich ist, der wird ja irgendwo auch normiert. Wie ist sein Image, sein Auftreten? Aber er muss sich immer fragen, wie normiere ich etwas in den legalen Grenzen? Und so mache ich den Zirkelschluss, dass ich sage, auf der einen Seite habe ich natürlich eine legale Basis, auf der ich maximieren muss. Aber auf der anderen Seite gibt es immer wieder ethische Grenzen, die ich für mich als Unternehmen definiere, die stehen halt nicht im Gesetz. Das kann die Steuer sein, das kann der Umweltstandard sein. Denn ich kann ein Geschäftsmodell nur langfristig werthaltig entwickeln, wenn ich auch diese normative Grenze für mich als Unternehmen definiere. Und das gilt für eine Steuerberatung, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und für jedes produzierende oder andere Dienstleistungsunternehmen, dass ich mich dieser Diskussion stelle. Und die ist nicht an einem Tag beantwortet und die ist auch fortlaufend. Und wenn Sie Unternehmenswert schaffen wollen, dann ist es nicht nur die kurzfristige Maximierung, sondern die langfristige Perspektive. Und da kann man sehr, sehr schnell in Systemkritik kommen. Aber für mich ist diese Langfristperspektive eigentlich das Entscheidende. Und wenn Sie dann wieder auf meinen Home-Turf der Bilanzierung und des Reportings kommen, da sehe ich eigentlich dann wieder in der legalen Diskussion, wir müssen von dieser kurzfristigen Betrachtung definitiv weg. Und das sehen Sie ja durchaus. Da können Sie ja, wenn Sie dann in die Berichterstattung von Unternehmen einsteigen. Heute haben Sie auf einmal Dinge drin, die vor 5 oder 10 Jahren undenkbar waren. Unternehmen müssen sagen, wie machen Sie nachhaltig Geschäft? Was sind nachhaltige Faktoren? Wenn Sie die Diskussion, was mir bei diesen Paradise Papers wirklich richtig gegen den Strich geht, es passiert ja was an der Stelle. Also die Diskussion der OECD, was Transparenz angeht, die auch irgendwo gefährlich ist, weil sie dann wieder nationalistische Tendenzen hat, da gibt es ja eine gewisse Bewegung. Dass da viel zu tun ist und dass mich das auch in gewissen Dingen stört, ist ohne Frage klar. Aber ich muss bei allen Geschäftstätigkeiten für eine Langfristigkeit immer wieder meinen Kompass definieren. Und das ist ein fortlaufender Prozess. Bringt Wertschöpfung auch Wertschätzung? Langfristig immer. Und kurzfristig kann das auseinandergehen. Ich hatte vorhin diese drei Merkmale für den Mitarbeiter, dafür haben wir auch gesprochen. Integrität, Intelligenz und Eifer gehören zusammen, oder nennen Sie es Ehrgeiz oder Ambition, was auch immer. Aber ohne einen Wertekompass bringen die anderen beiden Dinge Sie um. Und das gilt auch für ein Unternehmen. Mhm. Werteerziehung als Bildungsaufgabe verstanden, gehört ja zu den ganz großen Herausforderungen unserer Zeit. Wie ist Ihr Unternehmen in diesem Bereich aufgestellt? Wie ist unser Unternehmen in dem Bereich aufgestellt? Also zum einen wollen wir ein Good Corporate Citizen sein. Das klingt schön, ist aber nicht leicht. Ne? Denn ich kann natürlich Dinge tun, was wir machen. Wir gehen an Schulen, wir berichten über Wirtschaft, wir versuchen Unterschiede klarzumachen, zu erklären. Da erleben Sie die tollsten Dinge. Können ja auch bitte schöne Geschichten erzählen. Warum nicht? Das ist, glaube ich, wo wir uns verantwortlich fühlen. Das Zweite, ich möchte auch, dass wir, und das tut unser Unternehmen auch nachhaltig, auch irgendwo Standpunkt beziehen. Klar, wir sind ein unabhängiger Gutachter, ich will keine Parteipolitik machen, aber ich will erklären und das versuchen wir auch an verschiedenen Stellen zu tun. Wir unterstützen auch in unterschiedlichem Umfang karitative Zwecke. Das klingt alles sehr, sehr, vielleicht manchmal ein bisschen zu einfach. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, und das ist auch eine konstante Entwicklung und auch ein konstanter Kampf, dass man sich auch mal ein bisschen
versucht einzumischen und nicht nur versucht, Gutes zu tun, um damit ein gewisses Image zu erzeugen, das ist mit Sicherheit auch Teil der Sache, sondern auch bereit ist, da Stellung zu beziehen. Und da bin ich wieder bei der Generation Y. Es gibt manchmal Dinge, über die ich verzweifle. Also ich kann diese Diskussion um Work-Life-Balance eigentlich nicht mehr hören, denn ich habe nicht Leben und Arbeit, sondern es gehört für mich zusammen. Ne? Also da kann man keine Balance herstellen, das ist eine Einheit. Aber was ich extrem positiv finde, ist dieses Warum-Fragen, Hinterfragen. Und da haben die uns auch schon eine Menge beigebracht. Und das finde ich sehr positiv. Mit welchen Wertevorstellungen gehen denn sozusagen die jungen Menschen heute ins Leben heraus? Und sind auch ihre Wertevorstellungen zukunftsfähig? Das klingt immer so ein bisschen, als würde Opa vom 30-jährigen Krieg erzählen. Aber wenn ich meine Mitarbeiter anschaue, wir nähern uns jetzt dem Durchschnittsalter 30. Also wir werden immer jünger. Die Absolventen kommen mit 22, 23 zu uns. Sie haben eine andere Bindungsdauer zur Firma. Wir haben eigentlich keine Schwierigkeiten, die Leute zu bekommen, die wir wollen, von den Universitäten. Die Leute langfristig an uns zu binden, fällt uns zunehmend schwieriger. Also die durchschnittliche Verweildauer hat stark abgenommen, was daran liegt, dass viele eine andere Orientierung sind neugieriger, sagen, okay, nach 2-3 Jahren schaue ich mir was anderes an. Das hat sich ein bisschen geändert. Mhm. Und welche Werte haben die? Sie wollen einen Sinn sehen in dem, was sie tun. Und als ich, wenn ich vom 30-jährigen Krieg erzähle, anfing zu arbeiten, da habe ich im Keller Belege rausgesucht. So hat es wirklich physisch angefangen. Das passiert heute in der Form nicht mehr. Wir leben in einer digitalen Welt, aber wir sind viel prozessualer unterwegs. Und wenn ich mit Mitarbeitern spreche, die uns verlassen, dann ist der Hauptgrund, der sie stört, nicht, dass sie zu viel arbeiten, dass sie zu schlecht bezahlt werden oder was auch immer, sondern sie sagen, meine Arbeit ist mir nicht differenziert genug. Also ich bin zu viel im Prozess tätig. Ich habe zu viel nur ein Modul zu bearbeiten. Und das wird mittelfristig für die Herausforderung der Arbeit wichtig sein. Aber dann auch, sie hat nach dem Wert gefragt, dass also die Sinnbestimmung, dass ich nicht nur etwas Anspruchsvolles mache, sondern dass da auch eine positive Konnotation dabei ist, was ich tue, bekommt absolut Bedeutung. Mhm. Also früher war es ja keine Seltenheit, dass man 30, 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber war. Ich sage mal Siemens, da war man durchaus mal 30, 40 Jahre. Und Sie sagen... Bei uns auch. Also Sie haben einen klaren Wandel festzustellen. Das will ich gar nicht werten. Das ist ein Zeichen der Zeit. Sie sprachen eben auf Integration an. Das wäre für uns vor 10, 15 Jahren auch schwer denkbar gewesen in dem Umfang, nicht nur den einzelnen Mitarbeiter, weil er jetzt ein besonderes Skillset hat, mal mit an Bord zu nehmen, sondern auch eine ganze Firma, eine ganze Beratung mit an Bord zu nehmen. Der Wechsel und die Veränderung und die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt in allen Bereichen zu, ist auch Teil natürlich einer Firmenphilosophie heute und Firmenethik geworden. Wie generieren Sie die jungen Leute für Ihr Unternehmen? Wie kommen Sie daran? Wir sind, glaube ich, sehr aktiv an Hochschulen. Mhm. Das ist weiterhin das Eintrittstor. Mhm. Aber auch die Präsenz in neuen Medien, wie wir sie heute haben, hat eine ganz andere Form angenommen. Und man kommuniziert auch anders. Und das ist eigentlich auch so eine große Herausforderung, denn diejenigen, die die Entscheidung treffen, kommen natürlich noch aus einer anderen Generation als diejenigen, die wir ansprechen. Und das erfordert eine Menge Mut. Denn auch ganz persönlich muss ich mich auf Kommunikationsformen einlassen, die ich ja gar nicht kenne und die ich auch gar nicht so kontrollieren kann. Früher habe ich einen Aufsatz geschrieben in einer Fachzeitschrift und habe gedacht, Mensch, wenn den viele lesen, dann kommt die KPMG gut weg. Das ist heute, damit begeistere ich keinen Studenten mehr und schaffe auch keine Wahrnehmung. Und natürlich will ich auch nicht als Eventagentur rüberkommen. Aber auf der anderen Seite, wenn Mitarbeiter auf einmal feststellen, dass bei uns auch eine politische Diskussion stattfindet, dass wir vor einer Wahl auch mit einem Abgeordneten mal diskutieren, da geht es nicht so sehr darum, dass ich meine Mitarbeiter dazu bringen will, die Partei A oder B zu wählen, aber ich will sie dahin zu bringen, dass sie wählen und dass sie sich Gedanken machen, dass sie sich nicht manipulieren lassen, dass nach dem Warum fragen. Und das ist neu und damit versuchen wir dann unsere Mitarbeiter auch zu begeistern, dass wir als vielleicht mit einer WP-Gesellschaft, die nicht immer ganz so hip ist wie ein Startup, aber auf der anderen Seite auch regelmäßig Gehälter zahlt, dann vielleicht auch ganz, ganz attraktiv zu werden. Also auch, sagen wir mal, Mitarbeiter, die ihre eigene Meinung vertreten dürfen, die auch mal gegen den Strich bügeln, die gegen den Strom schwimmen. Das ist leicht gesagt und auch mal leicht eingefordert.
Aber das muss man rauskitzeln. Also das habe ich festgestellt. Also immer wenn ich unsere neuen Mitarbeiter, jeden Monat fangen bei uns einige an, begrüße, eine sehr direkte Ansprache, dass sie auf mich zukommen und es immer Zeit für ein Gespräch ist und für eine Anmerkung. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren in München in der Funktion. Drei waren es bisher, die direkt gekommen sind. Ja? Und Mails sind ein paar mehr. Man muss den Kontakt suchen. Also die Bitte reicht nicht. Und auch, wir sprachen vorhin noch über Hierarchien. Hierarchien sind wichtig, wenn sie gelebt werden, also und verdient werden. Aber man muss immer wieder auch Ängste nehmen, dass eine direkte Ansprache jederzeit möglich ist. Und, aber da, wie gesagt, ist Generation Y schon besser als auf dem richtigen Weg, als ich das im 30-jährigen Krieg war. Ja. Lassen Sie mich nochmal auf dieses Thema kommen, ganz wertefrei, aber das ist tatsächlich ein Thema, was uns hier alle sehr, sehr interessiert, weil davon eben auch die Gazetten, die Medien voll sind. Korruption, Ränkeschmiede, Vetternwirtschaft. Ja, ein Blick auf die globalisierte Welt stärkt ja nicht gerade das Vertrauen in Wertesysteme. Und KPMG ist, glaube ich, auch nicht das einzige Unternehmen, das vom Strudel der Korruptionsaffäre in Südafrika erfasst wurde. Auch das gibt's in Ihrem Hause. Selbstverständlich. Und das hatte ich ja vorhin auch erwähnt, dass das eine ständige Herausforderung ist. Wenn man sich den Sachverhalt anschaut, ganz explizit auf unser Haus bezogen, da kommen so zwei, drei Dinge zusammen, die einen sehr, sehr oder die nachträglich stimmen und die wir auch kritisch aufarbeiten. Das erste ist, Sie haben das Fehlverhalten von Einzelnen. Das wird es immer geben, das gibt es bei uns, das gibt es in jedem Unternehmen. Dann haben Sie auf der anderen Seite, und das ist eigentlich, das kann ich auch nie ausschließen. Ne? Und das Zweite, und das ist eigentlich, was man für uns da in dem Umfeld sehr, sehr kritisch ansehen muss, ich muss mir schon immer darüber Gedanken machen, mit wem mache ich eigentlich auch Geschäfte. Mhm. Und das war eigentlich so ein typischer Fall, den wir vorhin diskutiert haben. Sie haben letzten Endes, ohne da jetzt in die letzten Details zu gehen, es gab eine Geschäftsbeziehung seitens der KPMG mit einer Familie, die sehr nah am Regime ist und auch den Ruf hat, sehr korrupt zu sein. So, und da ist dann klar der Fehler, inwieweit mache ich mit so jemandem Geschäfte. Mhm. Das ist ein anderes Umfeld auch. Wie hat die Firma darauf reagiert? Wir haben letztendlich die Leute komplett ausgetauscht. Wir sind da international reingegangen, haben von der internationalen Organisation mit sowas übernommen. Aber der Schaden, der entsteht, der ist natürlich mannigfaltig. Aber dem kann man nur mit Transparenz und Aktion dann auch begegnen. Denn das werden Sie werden es nie verhindern können. Und wenn ich da den Bogen ein bisschen weiterspanne, das ist eigentlich die große Herausforderung bei dem Thema der Korruption. Was schwarz und was weiß ist, das ist für viele Bereiche sehr, sehr eindeutig. Ja? Wenn Sie das Thema Bestechung nehmen, ja? Also ob das jetzt im Vertrieb ist oder ob das in der Beschaffung ist, da hat sich über die Jahrzehnte aufgrund der Legitimitätsdiskussion, denn Legitimität ist ein normativer Faktor, die Legalität verändert. Ne? Also es gab mal Zeiten in Deutschland, da waren Bestechungsgelder im Ausland steuerrechtlich abzugsfähig. Ja? Das hat sich geändert, das hat sich auch richtigerweise so geändert. Aber das Problem liegt eigentlich auf einer anderen Ebene, dass ich als Unternehmen und wir dann auch als Prüfer, der sowas begutachtet, immer wieder den Bereich, wo der Graubereich anfängt, den halt genau definieren und sagen, das ist jetzt nicht mehr grau, das ist jetzt schwarz, das ist nicht mehr zulässig. Und das ist natürlich gerade in einem komplexen internationalen Umfeld keine einfache Aufgabe, sowohl für den Unternehmen als natürlich auch für den Prüfer. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, wie können wir in, ja, sagen wir mal, unserer alles andere als eine perfekte Welt, ja, Werte erfolgreich auch tatsächlich gemeinsam leben? Letzten Endes eine sehr persönliche Beantwortung, die man da immer finden muss. Und auch da, ich bin immer jemand, der gerne Geschichten erzählt, nehme ich das Beispiel von meinem besten Freund Uli. Ja, ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet, er kommt aus Hamburg und wir treffen uns mindestens einmal, manchmal zweimal im Jahr zum Fußballspiel VfL Bochum gegen St. Pauli. So, und wir haben also eigentlich so ein bisschen so das Verständnis, derjenige, der den anderen besucht, der wird eingeladen. Ne? Das heißt, der bezahlt die Karte, wir gehen essen, trinken noch ein paar Bier, haben einen lustigen Abend. Alles prima. Würde ich mich von einem Mandanten zu einem Spiel VfL Bochum gegen St. Pauli einladen lassen? Natürlich. Wenn ich dazu meinen Freund Uli einlade und der mich einlädt, dann ist das für mich unabhängig von der Höhe, die
für mich reasonable, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Wenn Uli jetzt anruft, hör mal zu, die Bayern sind im Endspiel gegen Madrid in London, ich habe 2 Karten, ich lade dich ein. Würde ich von meinem Freund eine Einladung für eine Karte, die kostet wahrscheinlich 500 Pfund oder Dollar plus ein Hotel, einen Flug, würde ich das von meinem Freund annehmen? Niemals, wäre für mich nicht verhaltensmäßig. Und das Gleiche gilt eigentlich auch, wenn ich Werte und Geschäftsvorfälle definiere. Ich muss immer die Verhältnismäßigkeit definieren. Und da gibt es eine legale Grenze. Eine Einladung zu 500 Euro kann legal sein, ohne Frage, wenn ich sie richtig versteuere. Aber neben der legalen Grenze gibt es auch eine legitime Grenze, die ich für mich in meinen eigenen Werten beurteilen kann. Und das ist eine Sache, die kann ich, so schwer das fällt, nicht in die Richtlinie kann ich nicht schreiben. Wir versuchen das, auch wir als Branche versuchen das zu unterstützen, das zu fassen, aber das greift immer zu kurz. Da geht es immer noch einen Schritt weiter. Neben aller gesetzlicher Basis muss ich immer noch, und das ist meine tiefste Überzeugung, auch meinen persönlichen Wertekompass darüber legen. Also wir bleiben bei Bochum. Absolut. Ja. Die Digitalisierung, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, schreitet voran. Sie wird in vielen Bereichen der Wirtschaft und der Politik als echter, ja, sagen wir mal, Heilbringer gesehen. Brauchen wir neue Werte in unserer digitalisierten Welt, ja, die ja quasi mit einer wirklich schier brutalen Schnelligkeit unser aller Leben verändert? Die brauchen wir mit Sicherheit. Wir brauchen, glaube ich, auch eine andere Erfassung, denn Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu. Für mich die größte fassbare Veränderung ist eigentlich das Ausschalten der vierten Gewalt. Das geht eigentlich mit der Digitalisierung einher. Nehmen Sie das Beispiel, die FAZ würde morgen Schlagzeile bringen, Frau Merkel gibt eine falsche Steuererklärung ab. Das wäre die Schlagzeile in der FAZ. Hätten die einfach behauptet. Hätten die das vor 10 Jahren gemacht, die wären am nächsten Tag aus dem Markt verschwunden gewesen. Denken Sie an den Spiegel, den Stern, Hitler-Tagebücher, keine Qualitätskontrolle, man ist sofort verschwunden. Ich lebe heute in einer digitalen Welt, wo diese Donald Trump und der Weg ins Präsidentenamt für ihn ist das beste Beispiel, die Behauptung, die nicht mehr einer Qualitätskontrolle durch die vierte Gewalt unterliegt, die ist einfach da und die verändert auch unser Verhalten und auch unser politisches Denken. Und das ist die größte Herausforderung in meinen Augen der Digitalisierung, dem etwas entgegenzusetzen. Da habe ich nicht die Antwort, aber das ist, ich sprach eben darüber, wie man Informationen verifizieren kann. Die ganz, ganz große Frage, dass ich Informationen wirklich glaubhaft machen kann. Da mache ich mal ein bisschen Werbung für uns. Ich glaube, das ist eine Rolle, die wir in der Zukunft übernehmen. Sie sprachen über Digitalisierung und Veränderung. Wenn Sie ein Geschäftsmodell haben, wo ich soll mit ist vergleiche, da kann ich mal sagen, in Zeiten von künstlicher Intelligenz würde ich mir als Wirtschaftsprüfer schon mal eine Menge Sorgen machen. Ne? Da sagen, das macht ja eigentlich alles in Zukunft das System. Das stimmt in großen Bereichen auch. Wir werden von unserem Beruf her, ob das in der Prüfung, in der Beratung ist, in der Steuerberatung, mit Systemen ganz anders umgehen. Wir werden einen Kernteil unserer Arbeit damit verbringen. Das wird eine Form der Rationalisierung und Digitalisierung mit sich bringen. Aber auf der anderen Seite wird der Bereich der Verifizierung von Informationen, was für mich die vierte Gewalt eigentlich immer gemacht hat, dass sie natürlich kritisch die anderen hinterfragt hat, die anderen drei Gewalten, aber auch die Informationen verifiziert hat. Da sehe ich eine Chance auch für uns. Aber das sehe ich auch als große Herausforderung neben der Veränderung von allen Geschäftsmodellen, die wir auch haben werden, der Digitalisierung. Herzlichen Dank, Herr Professor Andrzejewski, für diesen selbstkritischen Blick hinter die Kulissen der ältesten deutschen Prüfungsgesellschaft. Absolut. Herzlichen Dank. Vielen Dank.